Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und ich habe heute ein kleines Unboxing für euch. Und zwar habe ich gestern die Glossy Box bekommen, die Glossy Box für den Monat März. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Gestern ist die Glossy Box bei mir angekommen. Ach ja, vorneweg, ich habe hinter mir ein Paravent aufgebaut, weil das doch eher ein spontanes Video ist. Und ja, die Wohnung ist halt noch nicht tiptop aufgeräumt. Ja, stört euch nicht daran und stört euch bitte auch nicht an der Lautstärke, weil ihr steht gerade direkt am Fenster und die eine Seite unserer Wohnung zeigt zur Hauptstraße hin. Ich hoffe, das wird nicht allzu laut. Ja, die Glossy Box für den Monat März und stört euch nicht an meinen Fingernägeln. Wie gesagt, das ist ein spontanes Video. Ich hatte mir letztens falsche Fingernägel gemacht und die halten halt nur eine Woche und deswegen sind nur noch drei Fingernägel dran und der Rest sieht aus wie gegessen. Genug Gequatsch, legen wir los. Und zwar habe ich die Glossy Box erhalten gestern, diesmal in einer rosa Umverpackung und die machen wir jetzt einfach mal auf. Da ich sehe, die Glossy Box, die kommt dieses Mal in einer ganz normalen Verpackung, also keine Sonderedition oder sowas, sondern in ihrer gewöhnlichen rosa Kiste. Und ja, die machen wir jetzt auf. Okay, das ist jetzt Inspiring heißt das Thema. Inspiring, inspirierend. Und ja, die öffnen wir jetzt einfach mal. Oh, das sieht ja toll aus. Als erstes kommt mir hier ein kleiner Flyer entgegen. Das ist wahrscheinlich zugehörig zu einem Produkt, ja. Und zwar habe ich hier ein sehr interessantes Produkt, und zwar ein Schwamm. Foamy. Schwamm und integrierte Duschpflege. Das ist ja cool. Reiben und riechen. Achso, soll ich hier reiben? Und riechen. Ah, ja, das ist ja cool. Also hier ist so ein Aufkleber und wenn man daran reibt und daran riecht, dann kommt einem der Duft entgegen. Und es wird wahrscheinlich verschiedene Varianten geben, verschiedene Duftrichtungen, wie ich das schon gesehen habe in diesem Flyer. Also hier ist einmal Aloe Spa, dann einmal in der Duftrichtung Beauty Fruit. Haben wir noch eine Variante? Ja, zwei weitere Varianten. Einmal Mocha Peel und Mähen. Also an die Männer wurde da auch beigedacht. Ja, ich finde das total interessant. Hier hinten steht auch die Beschreibung, also wie man diesen Schwamm anwenden sollte. Und auf dieser Abbildung kann man auch sehen, wie der Schwamm aufgebaut ist. Und ja, ich habe hier die Version Aloe Spa und es riecht wirklich sehr, sehr gut. Da freue ich mich sehr drüber, das austesten zu dürfen. sehr schön. Also das nächste Produkt ist eine große Flasche Ghoul Repair and Balance. Was habe ich denn hier schon wieder? ja, genau, also ein Shampoo für strapaziertes, geschädigtes oder trockenes Haar mit Manuka-Honig und Milch. Mit Hydroproteinkomplex. Ja, da freue ich mich auch sehr drüber. Da sind 250 Milliliter drin, also eine Originalgröße, riecht auch sehr gut und ja, ist wohl ein ganz neues Produkt. Steht ja auch dick hier oben drauf. Und ich werde es gerne austesten. Das nächste Produkt ist ein Lippenstift von der Firma Rützer Beauty.
Und die Firma kenne ich nicht. Da steht jetzt auch keine Farbbezeichnung drauf. Und so sieht er aus. Es ist ein schöner Nude-Ton. Also das Nude-Töne mag ich sowieso sehr gerne und der gefällt mir sehr gut. Ich schaue mal eben im Glossy-Magazin. Also, das ist ein Lippenstift von der Firma Eurythmia Beauty Arva Warm Nude Semi Matte Lipstick. Ja, ein ganz normaler Lippenstift, der aber ziemlich deckend sein soll. Inhaltsstoffe sind Reiskeim, Öl, Shea Butter, Papaya, Fruchtextrakt und Vitamin E. Ja, ein sehr schönes Produkt, weil mir die Farbe auch sehr gut gefällt. Mal gucken. Ja, ja, das ist die Farbe und da ist ein leichter Orangestich drin, der mir dann doch nicht so gut gefällt. Ja, muss ich einfach mal austesten, wie er sich auf den Lippen verhält. Ja, okay, also ich habe hier auch eine Maske bekommen in der Box und zwar von Dr. Scheller. Natural and Effective Argan und Amaranth Tuchmaske für anspruchsvolle Haut. Ich habe das schon einmal ausgetestet und war nicht so begeistert davon. Einfach aus dem Grund, weil die Maske nicht für mein Gesicht geeignet war, beziehungsweise nicht für meine Gesichtsform. Ich konnte sie mir nicht zurechtzupfen, zurechtlegen, so dass die auf meine genau auf meine Mundpartie gepasst hat oder die Augenausschnitte waren mir einfach zu klein. Deswegen werde ich die jetzt nicht behalten, die werde ich wahrscheinlich ja, weiter verschenken. Und dann habe ich hier noch eine Palette von Bella Pierre, die ist jetzt noch verschweißt und zwar ist das eine Pro Concealer Palette. Die machen wir jetzt einmal auf. Oh, sehr schön. Das sind die Concealer-Farben in der Bella Pierre Palette und ich benutze eigentlich eher wenig Concealer oder bis gar nicht, bis gar kein Concealer. Aber trotzdem die grüne Farbe kann man sehr gut dazu anwenden, um Rötungen zu kaschieren. Und ja gut, was ich mit den anderen beiden mache, weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich die nutzen werde oder ob ich die weitergeben werde, weil ich einfach kein Concealer-Typ bin und ja, aber ich finde es trotzdem schön, dass die Palette oder dass sie eine dekorative Kosmetik in diese Box reingelegt haben, beziehungsweise eine ganze Palette und ja, ist okay. Und dann war da noch eine Probe dabei, und zwar von Desange, die Absolute Repair Spülung. Ne, das sind zwei. Ah, okay. einmal Shampoo und einmal Spülung. Also, die Box hat einen Gesamtwert von 54,43 €. Ob ich die Box gut finde? Ich finde ja, die Box ist sehr gut zusammengestellt worden. Da sind Sachen dabei, die ich gerne ausprobieren werde. Zum Beispiel diesen Schwamm und das Shampoo finde ich auch sehr schön, dass das dabei war. Was ich auch ganz toll finde, ist, dass sie dieses Mal zwei dekorative Kosmetikteile in die Box mit reingelegt haben, obwohl ich jetzt schon sagen kann, dass das nicht so meins ist. Hier die Farbe, die passt nicht so zu mir und die Concealer-Palette nutze ich halt eher weniger. Und aber man kann ja halt nicht jedermanns Geschmack treffen und von daher finde ich die Box eigentlich sehr gut, bis auf das hier, weil ich es schon getestet habe, diese Maske, und sie mir nicht sehr gut gefallen hat. Also ich könnte sie wohl nutzen, aber wozu?
wenn sie mir nicht auf mein Mondgesicht passt. Es ist schon okay, wie die Box zusammengestellt worden ist. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Glossybox. Okay, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.